Moin Jungs, 80's back und willkommen zur 886. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. In der letzten Folge haben wir hier diese Art Blumenkästen überall hingebaut. Falls ihr es nicht gesehen habt, fragt ihr euch jetzt bestimmt, was zum Geier soll das? Aber vertraut mir, ich habe da einen Plan. Denn in jedes von diesen Dingern kommt ein kleiner Baum. Auch wirklich ein sehr kleiner Baum, also keine Sorge, wir werden jetzt hier nicht einfach so ein Birch Tree hochzüchten. Das sähe nämlich mehr als beschissen aus, glaube ich. Von daher, wir werden das einfach ganz gediegen, ganz easy machen mit Fences und dann einfach so ein paar Blätter da dran, dass wir so kleine, dünne Bäumchen haben, die hier auch nicht zu sehr die Sicht versperren, weil das ist natürlich auch noch wichtig. Sondern die das einfach alles ein bisschen vertikaler machen, die dem Ganzen ein bisschen mehr Vertikalität geben, so rum. Und das auch einfach interessanter aussehen lassen fürs Auge. Hier zum Beispiel finde ich es halt wieder ein bisschen eng. Bedeutet, entweder fülle ich das hier nochmal auf. Weil das ist, also mir fehlt auch nicht viel. Mir fehlt nur vielleicht ein Block. Aber da würde ich trotzdem erstmal sagen, dass wir da jetzt keinen Kübel hinbauen. Ist eh zu nah an dem. Machen wir das lieber hier. Zack, zack. Und dann machen wir es vielleicht hier. Es gibt auch kein wirkliches richtig oder falsch bei sowas. Die einzige Sache, die ich hier zum Beispiel finde, ist, man könnte hier noch einen dranhängen und dann einfach ein, mir fällt auch gerade noch was ganz anderes auf. Es macht gar keinen Sinn, hier Erde reinzupacken, weil diese Erde wird immer so bleiben. Und das wollen wir natürlich nicht, sondern wir wollen schön was Grünes. Ich hatte nur einfach nichts mehr und mir ist nicht mehr eingefallen, dass wir es gestern anders gemacht haben. Bedeutet, wir müssen mal ganz kurz ein bisschen Erde holen. Aber das sollte ja nicht weiter schlimm sein. Hier können wir es ja auch gut abgrabbeln, ohne dass es jemand sieht von der Stadt aus. Aber ich will ja eh noch so Blumenbeete irgendwie dahin pflanzen. Und bei manchen von den Bäumen kann man es halt wirklich einfach direkt daneben setzen. Das fände ich, sehe tatsächlich sehr cool aus. Und dann, wenn wir das alles haben, müssen wir natürlich generell bei der Umrandung noch ein bisschen weitermachen. Da kommen natürlich auch noch andere Sachen hin. Ich hatte ja schon mal so ein bisschen darüber gesprochen. Wir wollen natürlich zum einen Absperrung, dass man da nicht runterplumpsen kann. Wir wollen zum anderen aber auch quasi Sitzmöglichkeiten. So. Wir wollen aber auch zum Beispiel Laternen. Ich weiß noch nicht, ob wir die einfach mit Glowstone machen, ob wir die mit einer Redstone Lamp mit Daylight-Sensoren oben drauf packen oder wie wir es genau machen. Da kann ich euch leider noch nicht sagen. Ich glaube, das reicht. Müssen wir einfach mal gucken. Oder vielleicht nehme ich auch mal die neuen Frog Lights, auch wenn das von der Farbe eigentlich nicht so perfekt passt. Aber da gucken wir einfach mal. Da sind uns ja alle Türen offen. Und ich befürchte, dass es heute soweit sein wird, dass ich vielleicht mal wieder niesen werde in der Aufnahme, weil meine Nase jetzt schon juckt. Und wir haben ja jetzt auch mittlerweile schon Mitte April. Falls ihr irgendwelches Poltern oder so im Hintergrund hört, nicht wundern, wir haben heute irgendwie wird das Dach neu gemacht. Ich bin auch wach geworden und ich habe gedacht, warum sind da Leute auf dem Dach? Und warum wird hier so gepoltert? Ja, auf jeden Fall, daran könnte es liegen. Ich weiß nicht, ob man es hört, ich denke nicht, aber nur für den Fall, dann wisst ihr Bescheid. Und hier zum Beispiel, ne, könnte man sogar auch nochmal so machen. Und dann hat man hier direkt so eine kleine Absperrung. Dass man, wenn man die Treppe runter stolpert, nicht direkt im Wasser landet, sondern die Chance hat, hier noch gegen zu rennen. Wenn man Glück hat. So, ich würde generell jetzt auch noch ein paar von den kleinen einzelnen zu Doppeldingern machen. Aber halt nur da, wo es auch passt. Hier zum Beispiel passt es. Also, was heißt da, wo es passt? Da, wo die Promenade die Form dementsprechend hat. Hier könnte man es zum Beispiel auch machen. Ich will aber auch nicht jeden davon jetzt so machen. Deswegen werde ich es auch nicht. So, hier könnte man es wieder machen. Hier könnte man sich auch überlegen, ob man es auf beiden Seiten quasi macht. Und ob man dann vielleicht noch so macht. Und wir haben jetzt 2, 3, 3, 3 und dann aber nichts mehr. Bedeutet streng genommen, wie wäre es, wenn wir den nochmal wegtun? Das dann dementsprechend anpassen. Zack, zack. Und dann haben wir hier die 2 und dann können wir hier die nicht mehr
ausreichenden Trapdoors drauf platzieren und dann hier auch nochmal zwei davon machen. Dann hat man hier für den kleinen Strand noch eine bessere Absperrung, finde ich. Und ich dachte eigentlich, ich habe bei weitem genug Trapdoors gemacht, aber da habe ich mich mal wieder vertan. Hier fehlt übrigens noch ein Boden. Auch gut zu wissen. Und natürlich hier die Blumen und so weiter, die kommen natürlich auch noch alle an die richtigen Stellen. Das war einfach nur, weil ich keinen Platz im Inventar hatte, nicht wundern. So, pass auf, 24 passt. 36 passt. Ich weiß nicht, ob das dann reicht. Nochmal 12. Ah, da war der Nieser. Der tat gut. Ich hoffe, das war jetzt auch der letzte. Weil, ist ja nervig. So, machen wir hier auch noch hin. So. Und so. Da können wir das auch schön bepflanzen. Und dann würde ich höchstens noch hier den machen. Und dann tatsächlich so breit. Einfach für die Abwechslung. Das ist wirklich der neue Spruch. Früher war es für die Nachhaltigkeit und so. Ne? Digga, dieses Poltern. Ich hoffe wirklich, ihr hört das nicht. Das ist gerade richtig viel. Bang, bang, bang. Da fliegen die Dachzinnen die ganze Zeit in irgendeinen Container. Davon bin ich heute auch wach geworden. Finde ich auch schön. So. Kein Platz mehr. Dann machen wir da hinten noch den einen Block wieder rein. Ich weiß gar nicht, warum der fehlt. Und dann können wir mal gucken, ob wir vielleicht die ersten von diesen Bäumen machen. Ich werde auch, glaube ich, nicht überall hier Bäume hinmachen, weil dann ist auch ein bisschen viel. Aber wir gucken einfach mal. So, da vorne fehlt noch ein kleiner Block. Und dann fliegen wir mal zurück, weil wir müssen auch keine Zeit verschwenden. Also, wir haben Birch, wir haben Dark Oak, wir haben Oak und wir haben Spruce. Das sieht doch an sich alles ganz gut aus. Wir haben auch noch Jungle. Noch ein paar mehr Sticks. Haben wir noch irgendwo was? Nee, ich glaube... Nee, okay. Heißt, wir könnten jetzt erstmal die alle verwenden. Und dann gucken, dass wir da mit verschiedenen Blättern arbeiten und die auffüllen. Zum Beispiel hier könnte man einfach sagen, machen wir jetzt hier 3 hoch, vielleicht 4 hoch. Und dann gehen wir hier hin und machen den 3 hoch. Und dann gehen wir nach hier hinten und setzen, habt ihr gedacht, ich gehe da hin, ne? Und setzen hier einen hin, der 4 hoch ist. Und dann gehen wir mit den Birch-Dingern hier hin. Und machen hier einen hin, der 3 hoch ist. Ich weiß, sehr experimentell. Sehr außergewöhnlich. Ich finde fast, wir machen einfach jeden zweiten nur. Dann wird's nicht, dann kann es nicht zu viel werden. Bedeutet, wir machen den hier hin. Und dann machen wir den auch gar nicht so hoch, weil hier oben hat man die Aussichtsplattform. Wäre ja doof, wenn da einfach so ein Baum dann vor ist. Hat man ja auch nichts von. Dann den hier wieder nicht, das passt. Dann den aber wieder. Und dann brechen wir vielleicht einmal kurz die Regel und packen hier einen hin, weil ich das schöner finde. Zack und zack. Liebe diesen Mod. In der Beschreibung verlinkt, unterm Like-Button. Nur falls euch das fragt. So, und dann würde ich vielleicht hier den nehmen. 3. Und dann würde ich vielleicht noch hier den nehmen. Weil hier in die Mitte kommt ja eh der Große. Deswegen, ich will nicht, dass die das overshadowen. Dann könnte man hier... Ja, komm, wir machen hier noch einen hin. Zack. Und... Nee. Nein! Gott, verdomme. Da fliegt das Ding so weit weg. Zack und zack. So, und dann machen wir auf der anderen Seite hier den hin. Und dann passt das auch. Dann haben wir hier zwar auf beiden Seiten einen, aber das finde ich auch gar nicht so tragisch. Wenn ich ganz ehrlich bin, dann machen wir hier am langen Eck quasi nochmal einen hin. Ah, das Problem ist, die sind jetzt alle 3, 4 hoch. Das finde ich nicht ganz so cool. Ich mache den nochmal einen tiefer. Ich wollte zwar eigentlich, dass die beiden hier
die hier an dem Strand stehen, symmetrisch sind, aber nee, fühle ich doch nicht mehr. So, pass auf. Wir haben ein kleines Problem. Wenn ich nicht unbedingt glaube, dass es so ein dolles Problem ist. Wir machen einfach einen kleinen Mix. Und dann passt das auch wieder. Und dann setzen wir hier vorne noch einen hin. Zack. Fliegen aber ganz schnell wieder zurück zu unserem Lager. Denn wir haben nur noch Jungle und ich wollte eigentlich nicht nur Jungle benutzen. Den nehmen wir uns nochmal ganz kurz. Bisschen Birch. So. Und vielleicht noch ein bisschen Dark Oak. Was haltet ihr davon? So. Und ich glaube, mehr als die beiden Bäume, die wir jetzt noch bauen können, brauchen wir eh nicht. Das ist korrekt. Bedeutet, hier vorne kommt ein Birchie hin. Und hier vorne... Ah ne, warte mal. Dann ist der eine da... Egal. Es muss auch nicht alles immer perfekt sein. So, wir haben eh nicht überall einen dazwischen. Von daher passt das. Aber das sieht, glaube ich, ganz nice aus, wenn hier dann überall die kleinen Blätter dran sind und so weiter. Ist natürlich die Frage, ich habe so eine Art von Bäumen noch nie gebaut. Da müssen wir mal gucken, wie das im Endeffekt aussehen wird und wie das klappen wird und so weiter. Aber ich habe da eigentlich keine Zweifel. So, ich schmeiß mal noch ein bisschen Müll einfach hier hin. Mach das nicht nach. Schmeiß es in den Mülleimer, ihr Assis. Wolfkopf, ne? Weiß Bescheid. Du Rabauke. So. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir in irgendeiner Kiste noch Blätterchen haben. Hier haben wir noch Blätterchen. Wir haben aber noch mehr Blätter, das weiß ich auf jeden Fall. Ich finde immer noch hier dieser Übergang, der ist noch nicht so ganz... Also da ist halt keiner. So, das ist einfach eine Kante. Das finde ich noch nicht geil. Da müssen wir nochmal ran. Wir müssen aber hier streng genommen eh noch ran, weil da vorne muss noch was gebaut werden. Hier sollte ja eigentlich auch noch was entstehen. Und auch hier die Abtrennung. Da ist auch noch keine Abtrennung. Bedeutet, da müssen wir auch nochmal ran. Aber das sind halt alles so Sachen, die machen jetzt nicht unfassbar viel Spaß. Deswegen schiebe ich die immer auf. Genau wie die Inneneinrichtung vom Italian Village. Weil, ganz im Ernst, sieht man halt eh nicht. Sieht man natürlich, wenn man hier irgendwann den World Download hat und da rumläuft. Aber bis dahin sieht man es halt eben nicht. So, pass auf. Jetzt kommt uns der Mod natürlich sehr zugute. Wie wäre es, wenn wir erst einmal so machen? Zack. Boah, wie viel Schatten das gibt. Das ist krass. Ja, das war jetzt auch wieder typisch. Easy. Das ist so ein guter Trick. Einfach die Elytra anziehen. Und die können euch nichts. Das ist insane. So. Ich habe keine Ahnung, ob das die finale Form bleibt oder Peng oder was auch immer. Ich teste gerade einfach nur. So. Finde ich jetzt nicht hässlich, finde ich jetzt auch nicht mega hübsch. Was sagt ihr? Würde mich interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr Ideen habt, wie ich das anders designen könnte, dass es besser aussieht, schreibt mir das auch sehr gerne in die Kommentare. Ich habe nämlich keinen Blassen. Wie gesagt, ich habe so Bäume noch nie gebaut. Und ihr wisst, wie es manchmal aussieht, wenn ich Custom Trees baue. Weshalb ich das auch nicht so oft mache. Wenn ich es eigentlich gerne noch besser können wollen würde. So. 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 Und dann müssen wir jetzt einmal kurz tricksen und hier hoch. Damit ich hier das Dach auch draufsetzen kann. Und dann geht's tatsächlich. Dann finde ich ihn gar nicht mehr so hässlich. Aber guck mal, es macht auf jeden Fall schon mal einen Unterschied, ob hier jetzt sowas steht oder nicht. Aber ich finde die echt nicht so schön. Die sind ein bisschen klobig. Die müssten irgendwie schmaler sein. Aber noch viel schmaler kann ich die eigentlich nicht machen. Also ich wüsste nicht wie. Ja. Ist ein Problem. Gebe ich zu. Ist aber kein Problem für heute. Weil heute
haben wir keine Zeit mehr und die Folge ist vorbei. Deswegen, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like und ein Abo da lassen. Danke fürs Zuschauen. Sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.